Der gute alte Nichts-Weiß wieder am Start. LOL. Gibt's was Besseres, als einen Kollegen auf Oregano zu treffen? Oregano. Ja, so heißt die Map jetzt bei mir. Oregano. Baboom. Papau. Der Mute sieht aber irgendwie cool aus. Wie er da so steht. So richtig. Mir kommt es nicht vorbei. Handschuhen. Was hat der denn am weißesten in seinen Handschuhen? Auf den Fingernägeln. Sind die Fingernägel. Der hat seine Fingernägel angemalt. Ja, auf den Handschuhen. Ja. Der hat wahrscheinlich gedacht, komm, klebe ich einfach mir mal die Handschuhe mit Sekundenkleber an die Hände und dann wollte er seine Hände schick machen und hat einfach die Handschuhe angemalt. Ja, so war das. Aber machen muss man. Nee. Located haben. Bestätigung, Sichtkontakt. Ich hab grad gehört, Bestätigung, Sichtkontakt zum Ziel. Ah ne, das war die da. Oh. Nein! Hab ich mich verschossen. Ja, hier kommen die gerade rein. Kam gerade eine Explosion vom Fenster. Ich glaube, das war aber eine Täuschung. Nee, die schießen. Kriegen wir Schuss rein. Da ist einer ins Badezimmer gelaufen. Ist ehrlich, wo ist das Badezimmer? Da. Da? Gegenüber der großen Tür. Okay. Sehr schön, hast du angeschossen. Gut. Er trifft die Kamera nicht. Hast du nicht auf seine Beine geschossen? Ich? Hast du das nicht? Oh, okay. Nee, ich bin das nicht. Ich guck gerade ganz verwirrt. Hä? Ich war ganz verwirrt. Komm raus, komm raus, komm. Ich bin ready, dir ein neues Arschloch zu verpassen. Kommt einer von hinten, hinter dir macht ein Termite da gleich das Ding auf. Und er macht es wieder ab. Und jetzt steht er vor der Tür und guckt blöd. Ah, jetzt setzt er da was dran. Alter, angeschossen! Er liegt da. Kannst du durch die Mauer da schießen? Der da um die Ecke, der Arsch. Paul, ich seh dich! Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Versuche, den Behälter zu sichern. Kommt noch einer durch. Oh, ich hab ihn gekillt. Nice. Kommt da noch einer bei mir? Ah, da liegt nur noch einer. Warte, ich höre was. Da kommt einer. Hier? Von wo? Er hilft ihm jetzt auf, hinter dir. Ja, durch die Wand da. Beide. Ja, aber ich hab den sogar noch gekriegt. Lol. Jetzt echt kacke. Oh, wie viel Kills? 3. Oh mein Gott, war ich gerade angespannt.
Hat man gar nicht gemerkt. Fuß, Alter. Jetzt kommt der Fuß. Und du holst wieder die Glatze raus. Mhm. Der Strubbelpeter ist auch wieder da. Und der Bug höchstpersönlich ist auch da. Schließt die Behälter sind die oben. Oh ja, das wäre cool. Ah, dann sind zunächst sogar unten. Und im Keller. Gute Arbeit. Der Fluggefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Weil Kyra hat da wieder das Ding zugemacht gehabt. Nein. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ah, shit. Verdammt. Einsatz in 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Dein Arm kribbelt. Ja. Jetzt wird da so ein Haar drauf fliegen, aber da ist keins. Okay. Das hatte ich noch nie. Drohne eingesetzt. Ich bin runtergefallen. Oh no. Ich bin so... Dankeschön. Oh, ey, wie dumm kann man nur sein? Ja, passiert. Ich bin behindert. Feinde in Sichtweite. Keller. Wie viele Möglichkeiten gibt es, in den Keller zu kommen? Ich glaube zwei. Das eine würde ich da aber nicht. Springe ich die eine jetzt mal kurz in die Luft. Sprengladung angebracht. Aber nicht mehr, wie man auf der, wie man anderweitig da reinkam. Ich glaube, hier, wo die sind. Nein. Kommen wir mal von der anderen Seite. Magazin wird geladen! Ja, Paul! Geil. Was, faul? Paul. Ja, geile Typ hat mich gesehen, Alter. Der Doc. Na, der hat da unten rum gepiekt. Arsch. Einer ist an der Tür oder war an der Tür, weiß ich nicht.
Ist sein Ernst? What the fuck? Ja, scheiße. Ja, 2-0. Oh, nee, laber kein Mist. Komm noch einer runter. Der Biener benehmt sich. Laber kein Mist. Easy going. Das war jetzt aber mal richtig scheiße knapp. Wir, gerade noch im richtigen Moment. Paul nur so Time Wars ab. Und Biener so. Easy. Alter, so geht das, würde ich mal so behaupten. Mhm. Guck mal, die Deutschen sind hier wieder am Werk. Der gute Jäger und der Nicht-Zwo als Bandit und dann du als Kapkan. Der kann halt... Nee, das macht keinen Sinn. Kapkan. Die Kaffee... Kann. Nee, Kaffeekanne. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Virus-Armutbehälter schützen. War der schlecht oder war der schlecht? Ich weiß. Ich suche nach Feind. Herzschlagsensor aktiviert. Feind im Visier. Uns geht's gerade auf. Wie liegt da alles rum? Der Typ. Nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindert. Verbleibende Operator des eigenen Trupps. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Ah, Biogefahrgutbehälter. Ja, es hat schon ein doofer Typ. Muss man halt schon sagen. Das macht keinen Spaß gegen den. Oregano. Halt. Genauso wie Jens. Jens, genau. Der gute Jens. Ja, das waren Zeiten. So, jetzt müssen wir gewinnen. Da watchen wir mal, wo die Typen so rumgammeln. Gammeln, gömmeln, was weiß ich. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Hier unten ist was. Oder mir. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ah gut, das war bei mir in der Nähe. Ah, genau da, wo wir sind. Genau da, wo wir waren vorhin. Oder waren wir auch im Keller?
Geh weg! Lol, oh mein Gott. Das war jetzt irgendwie gruselig. Oh mein Gott, das war, ist so gruselig, wie sie dir da voll in die Augen guckt. Was macht die denn da? Aha. Aha. Interessant, interessant. Scanning. Sniper-Schuss. Oh. Da musste sie nachladen. Feinde entdeckt. Erdgeschoss. Spezielle Ladung. Abstand halten. Dann mal los. Sprengladung fertig. Bereit machen. LOL. Von hinten? Ach so, ja, ich wollte gerade schon sagen, hier. Jetzt wird gehackt, aber wie sonst was? Kämpfe, aim, ja, gut, die war. Ich sag ja, Valkyren sind halt echt irgendwie total strong. Ich weiß nicht warum. Ja. Kann man nichts gegen machen. Der Skin sieht aber cool aus.